Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video möchte ich eine Geschichte mit dir teilen, eines Obdachlosen, welche dir verdeutlicht, wie wahrer Reichtum funktioniert. Viel Spaß damit, bis gleich. So ihr Lieben, hier bin ich wieder und in diesem Video möchte ich dir eine ganz besondere Geschichte erzählen von einem Obdachlosen, welche mir persönlich paradoxerweise wieder mehr als gezeigt hat, wie wahrer Reichtum wahrhaftig funktioniert. Zuallererst wird sich der eine oder andere jetzt denken, warte mal, es heißt immer, man soll sich an den Leuten orientieren, die da sind, wo man hin möchte. Jetzt heißt es, ein Obdachloser soll mir zeigen, wie Reichtum funktioniert. Wie hängt das zusammen? Vollkommen berechtigte Frage. Und zwar, der Obdachlose in der folgenden Geschichte soll lediglich verdeutlichen, wie die Systematiken hinter dem Reichtum sind. Und genauer genommen ist er sogar ein Negativbeispiel dafür. Also eher ein Beispiel dafür, wie Reichtum nicht funktioniert. Was wiederum aber hier in der Geschichte genau den eigentlichen Kern trifft. Denn hier geht es darum, die Systematiken hinter wahrem Reichtum zu erklären. Und dafür ist es wichtig zu sehen, wie geht es nicht und welches Mindset macht den elementaren Unterschied zwischen diesen beiden Extremer, ne? Zwischen Reichtum und zwischen Armut. Der eine oder andere wird das wissen, ich wurde oder werde seit einigen Jahren begleitet von einem ganz besonderen Menschen namens Baruch Rabinowitz. Baruch ist Rabbiner, spiritueller Lehrer, Yoga-Lehrer, spricht 20 Sprachen fließend ungefähr und ist ein unglaublich inspirierender Mensch. Ich werde seinen YouTube-Kanal hier, vielleicht auch hier oben verlinken. Und wir hatten letzte Woche wieder ein Gespräch und da hat er mir eine Geschichte erzählt und die hat mir in vielerlei Hinsicht nochmal die Augen geöffnet, deshalb möchte ich sie hier an dieser Stelle mit dir teilen. Und zwar geht es um einen Obdachlosen, welcher in Russland lebt. Mein Freund Baruch ist befreundet mit einem Pastor, der ebenfalls in Russland, beziehungsweise genauer gesagt in Moskau lebt und als Pastor arbeitet. Und dieser Pastor ging durch die Straßen Moskaus und sah einen Obdachlosen in einer Mülltonne herumwühlen. Und der Pastor, der selbstverständlich an die Nächstenliebe dann appelliert, ist zu dem Obdachlosen hin und hat gesagt, hey, ich sehe aktuell, geht es dir vielleicht nicht ganz so gut, wenn du möchtest. Ich kenne da jemanden, der könnte dir ein Zuhause geben, der könnte dir Arbeit geben, der könnte dir, würde dich für die Arbeit auch entlohnen und du würdest dort auch etwas zu essen bekommen. Und daraufhin sagte der Obdachlose, sah ihn an, halb aus seiner Mülltonne raus und sagte, du willst doch nur meine Mülltonne haben, aber das ist meine Mülltonne. Und der Pastor verstand das nicht ganz und sagte nochmal, Moment, übrigens, das ist eine wahre Geschichte. Ne? Pastor verstand das nicht ganz und sagte, ja, aber wie gesagt, also du müsstest hier nicht mehr sein. Ne? Du bräuchtest die Mülltonne auch nicht mehr. Du würdest wirklich Arbeit bekommen, du würdest Geld bekommen, ein Zuhause bekommen, Dach über dem Kopf, alles. Ne? Ich würde mich darum kümmern. Der Obdachlose sagte, nein, du willst doch nur meine Mülltonne haben und jetzt hau ab. Und als er mir diese Geschichte erzählt hat, ist mir nochmal im spirituellen Wording gesprochen ein Licht aufgegangen. Denn es gibt zwei grundlegende Paradigmen, die Reichtum unterscheiden. Zum einen, wenn wir über Reichtum reden, dann meine ich nicht unbedingt den äußeren Reichtum. Der kann da sein, das ist auch kein Problem. Aber der äußere Reichtum, viel Autos, viel Geld etc. bringt einen nichts, wenn man dabei innerlich arm bleibt. Ich kenne viele Menschen, die alt sind, oftmals noch vielleicht Großeltern von zwischen 60 und 80 vielleicht, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben, ohne Ende Geld haben, ohne Ende Zeit haben, die aber kein Geld ausgeben. Die gönnen sich nichts. Die fahren nicht in Urlaub, die wollen gefühlt immer noch sparen, bis sie sterben. Und das ist ein Mindset, wo sie im Außen zwar alles haben,
aber innerlich immer noch arm sind. Weil sie können ja nichts damit anfangen. Es ist, als würden sie das Geld horten, aber sie haben ja nichts davon. Sie nutzen es nicht. Sie lassen es nicht fließen, ne? Sie nehmen das Geld nicht als eine Art Energieform, was zu ihnen kommt und was sie dann wieder zurückgeben. Und somit blockieren sie sich selbst bezüglich des Geldflusses, weil das Geld kommt und es geht nicht mehr zurück. Und das führt dazu, dass sie innerlich arm sind. Genauso ist es umgekehrt. Es gibt Menschen, die um einiges weniger haben als diese zwischen 60 und 80-Jährigen jetzt als Beispiel zu nehmen, aber innerlich in der Fülle leben, mehr als zufrieden sind, glücklich sind und so weiter. Es gibt auch Menschen, die außen ganz viel haben und innen ganz viel haben, ne? Also gibt es auch. Es herrscht da kein Zusammenhang. Das Einzige, was ich sagen wollte, ist, es gibt Menschen, die im Außen alles haben und innerlich arm sind. Hier in diesem Video geht es aber um die innere Fülle. Die äußere Fülle zieht in der Regel dann immer nach. Was ist jetzt bei dem Obdachlosen passiert mit dem Pastor, von dem ich eben sprach? Der Obdachlose, es gibt zwei verschiedene Mindsets, zwischen denen wir unterscheiden, wenn wir zwischen Reichtum und Armut reden. Und das eine ist das Mindset oder das Paradigma der Fülle. Man lebt in der Fülle, man lebt im Überfluss. Die Amis würden sagen in Abundance. Das andere ist das genau andere Extrem. Das ist, dass man in Armut lebt. Man lebt im Paradigma des Mangels. Man hat nie genug. Und genauso war das bei dem Obdachlosen. Das Problem ist, dass genau diese Paradigmen in unserem Kopf unser Leben faktisch kreieren. Das heißt, der Obdachlose, der in der Mülltonne gewühlt hat, hat so gesehen, von außen betrachtet, vielleicht kam es dir gerade auch so vor, das Angebot seines Lebens bekommen. Er hockte sein Leben lang vielleicht in irgendwelchen Mülltonnen und auf einmal kam ein Pastor an und hat gesagt, hey, ich kann dir Arbeit besorgen, ich kann dir Geld besorgen, ich kann dir Essen besorgen, ne, ich kann dir ein Dach über dem Kopf besorgen. Das sieht ja erstmal aus wie das Angebot seines Lebens. Rückblickend kam raus übrigens, der Pastor hatte sich erkundigt dann, es gibt in Moskau bei den Obdachlosen fast schon mafiosische Strukturen. Das heißt, jeder Obdachlose hat da tatsächlich seine eigene Mülltonne und kann sich da auch mehr oder weniger hocharbeiten. Es gibt bessere Mülltonnen, ne, vielleicht vor großen Lebensmittelläden oder schlechtere Mülltonnen, vielleicht in irgendwelchen Nebenstraßen. Und er hatte jetzt halt eine etwas bessere Mülltonne und hat die beschützt wie seinen eigenen Augapfel. In dem Moment, wo er quasi das Angebot seines Lebens bekam, hat der Obdachlose aus seinem Paradigma des Mangels heraus, aus seinem Paradigma der Armut heraus, genauso gehandelt und hat gesagt, du willst doch nur meine Mülltonne, aber die bekommst du nicht, das ist meine Mülltonne. Ne? Jeder andere würde sagen, hey, das gibt's doch nicht, das ist doch das Angebot deines Lebens. Ja, aber diese Menschen in der Situation hören das, hören die Worte des Pastors, können sie aber nicht wechseln, sie können die nicht verarbeiten. Und eventuell wirst du dir jetzt denken, ja, okay, das ist aber echt schon, das könnte mir nicht passieren. Und wenn dem so ist, dann hör jetzt gut zu. Denn ich persönlich als Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität habe die Erfahrung gemacht, dass genau das mehr als verbreitet ist, und zwar auch in Deutschland und zwar auch in ganz vielen Bereichen des Lebens. Ich möchte dir an dieser Stelle nur zwei beispielhafte Bereiche nennen. Beispiel Nummer 1 ist eventuell, also du selbst wirst das wahrscheinlich nicht kennen, weil du guckst ja meine Videos, aber eventuell hast du wen im Bekanntenkreis, dem das schon mal passiert ist. Stell dir vor, du hast eine Arbeit, die dir nicht wirklich zu 100% gefällt. Du kommst vielleicht nicht mega gut mit dem Vorgesetzten klar, die mit den Mitarbeitern auch nicht zwangsläufig. Vielleicht bist du nicht zu 100% mit deinem Gehalt zufrieden, magst die Umgebung vielleicht nicht oder die Arbeitszeiten. Einfach mal als Gedankenexperiment. Da draußen gibt es hunderte von tausend Möglichkeiten, andere Arbeitgeber, kleine, größere Unternehmen, mittelständische Unternehmen. Es gibt ohne Ende Arbeitsplätze, die gesucht werden. Man hat die Möglichkeit, sich fortzubilden. Man hat die Möglichkeit, Bildungschecks zu bekommen, um sich fortzubilden und so weiter. Aber eventuell kennst du jemanden, der trotzdem sich seit Jahren über seine Arbeit beschwert, die ihm nicht 100% zusagt, während er die Möglichkeiten da draußen, die es alle gibt, nicht sieht, obwohl sie faktisch da sind, weil er von seinem Paradigma her im Bereich der Armut, im Bereich des Mangels unterwegs ist und nicht des Überflusses,
in Abundance, beziehungsweise der Fülle und somit all die Möglichkeiten, die es im Meer der Möglichkeiten da draußen faktisch gibt, nicht sehen kann. Darum hält er fest wie der Obdachlose an seiner Mülltonne, an seinem Arbeitsplatz, der ihn eigentlich nicht 100% zusagt, wie genauso wie bei dem Obdachlosen ihm wahrscheinlich sein Leben nicht 100% zusagen wird. Und er öffnet sich nicht für all das, was es da draußen gibt. Das Leben ist ein Fluss. Festhalten und Loslassen beginnt im Kopf. Das heißt, solange du an deiner Mülltonne festhältst oder an dem Arbeitsplatz, der dir nicht wirklich gefällt, wirst du all das gar nicht sehen, was es da draußen für Möglichkeiten gibt. Das ist Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Stell dir vor, es wird jetzt auch so, bei dir wird das auf keinen Fall zutreffen, weil du guckst ja meine Videos, aber eventuell kennst du wieder irgendwen im Bekanntenkreis oder im Freunde, Freundesfreunde und so weiter, bei denen das eventuell so ist. Wenn dem so sein sollte, eventuell kennst du das, diejenigen haben einen Partner und die Beziehung ist eigentlich tot. Die haben keinen Sex mehr, da ist keine Harmonie mehr, keine Anziehung mehr, sie streiten sich nur noch und das seit längerer Zeit. Es geht nicht darum, sofort was wegzuwerfen. Ne? Es ist einfach tot. Und trotzdem halten diejenigen an der Beziehung fest, obwohl es da draußen 3,5 Milliarden Menschen des anderen Geschlechts gibt und über 7 Milliarden Menschen insgesamt, welche potenziell ihre Traumpartner sein könnten, die Partner sein könnten, mit denen es 100% harmoniert, die Partner sein könnten, wo, wenn wir rechts und links gucken und harmonische Beziehungen, harmonische Paare sind, die genau so sein könnte wie die Beziehung von denen. Nichtsdestotrotz, aus einer Art Angst, aus einer Art Mangel heraus, halten sie an ihrer Mülltonne, symbolisch gesprochen, an dem Partner fest, an der schlechten Beziehung, die sie aktuell haben, weil sie sich nicht öffnen können für das Meer der Möglichkeiten, nicht im Überfluss oder in der Fülle leben und somit nicht sehen, was sie eigentlich haben könnten. Die objektive Realität ist für alle gleich. Ne? Jeder sieht, da gibt es tausende Menschen, es gibt andere, die haben glückliche Beziehungen, irgendwas stimmt in meiner Beziehung scheinbar nicht, weil ich bin nicht so glücklich. Ne? Das kann jeder sehen, das könnte auch der Obdachlose sehen. Aber wir neigen dazu, an gewohnten Mustern festzuhalten, an Sicherheiten festzuhalten und an dem Mangel festzuhalten, weil viele auch Angst haben, sich von ihrer Angst regieren zu lassen, nichts Besseres mehr zu finden, nichts Neues mehr zu finden, sowohl beim Arbeitsplatz als auch in der Partnerschaft. Und das hängt eben zusammen mit dem Paradigma des Mangels oder des Überflusses. Das war die Geschichte des Obdachlosen, die mir an dieser Stelle nochmal ganz klar aufgezeigt hat, wie krass das in der Realität sich auswirken kann, dass es für uns alle da draußen ohne Ende Möglichkeiten gibt, wir nur bereit dafür sein müssen, sie auch zu sehen und vor allem wahrzunehmen. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder du denkst, dass es in deinem Umfeld welche gibt, für die das interessant sein könnte, teile es auf jeden Fall, schick es weiter, teile es auf Facebook und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, lass einen Daumen nach oben da. Dir noch einen schönen Tag, bis dahin, adios.